Willkommen zurück zu Let's Play Lego Indiana Jones 2, die... Nee. Das Abenteuer geht weiter, glaube ich. Nein, die Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer, so heißt das. So, ich habe das Spiel gerade gestartet und jetzt soll ich hier Sachen freischalten. Mache ich einfach mal. Creator. So, es gab hier eben noch was ich freischalten sollte, nämlich das hier. Jäger des verlorenen Schatzes. Okay. Also ich habe das auch schon freigeschaltet, aber... Ja, ist halt nur die Kiste aufgegangen. Es gibt ja anscheinend ein paar verschiedene. Aber wir machen hier im Königreich des Kristallschädels Teil 1 weiter. Dort sind wir ja auch schließlich gestartet. Dann gehen wir dort einmal rein. Also beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich auch, werde ich dann die Folge drinnen starten und nicht dort im Hauptmenü. So, hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben und hier gibt es blaue Steine, wird ja immer besser. So, dann mal gucken, was es hier so gibt. Ich baue irgendeine Rakete, so eine Attraktion. Krieg da auch viel Geld raus. Sieht nicht so aus. So, da gab es keinen blauen Stein und hier sieht es aus, als ob da ein Rennen. Was ist das? Sieht aus. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Sieht aus wie eine Badewanne. Und was soll ich hier? Wir sind jetzt in diesem Atombomben-Testgebiet. Hier stehen ja auch überall diese Puppen rum, die ich nicht zerstören kann. Da ist noch ein roter Stein, Nummer 6. So, was gibt's denn hier noch so? Noch ein paar Pflanzen. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier mal ins Haus rein. Wahrscheinlich das nächste Level. Ja. Oh, was jetzt? Jetzt bin ich überfordert. Das geht mir alles hier zu schnell. Also ich denke mir, wir müssen am Ende in diesen Kühlschrank rein, den man auch, ja auch im Film sieht. Aber sieht nicht so aus, als ob das auch Zeit wäre. So, gib mir das hier einmal her. Da vorne muss das hin, mache ich gleich. Erstmal noch den Fernseher zerstören. Wenn da eh niemand hinguckt. Das ist der zweite Teil. Und jetzt kann ich das aufbauen. Aber ich zerstöre hier hinten noch mal kurz die ganzen Einrichtungsgegenstände. Und dann baue ich das immer auf. Okay, ich kann das. Ach, okay, nee, keine Ahnung. Jetzt komme ich auf jeden Fall an diesen Hebel ran und habe einen Typen umgebracht. Ich habe dieses Hundegitter dort geöffnet, nicht weggemacht. Kann ich die Sachen auch komplett zerstören? Nein. Ich hole mir ja wieder die Peitsche. Geht dann ja alles viel schneller. Jetzt laufe ich ja amok im Badezimmer. Kann ich die Badewanne irgendwie nach draußen bringen? Ups. Aha. Was haben die denn hier für Geheimnisse in der Wand? Mal nachgucken. Ich lasse mir mal ein Bad ein. So. Oh, Dachboden gibt es auch noch.
Da geht's sogar jetzt hoch. Willst du auch? Hallo? Jetzt. Dann einmal nach oben. Okay, ich gehe erstmal nach rechts. Hier gibt es ein paar Kisten zum Zerstören. Es gibt auch noch einen Garten. Das hier ist ein großes Haus. Ach nö, jetzt habe ich da vorne schon was kaputt gemacht, wo ich noch nicht hinkomme. Ein Schaukelstuhl. Kann ich mich darauf reinsetzen? Nö, aber der gibt nochmal schön viel Geld. Aber ich kann ihn kaputt machen. Ups, bleib du mal weg hier. Was gibt's da links noch? Noch eine Kiste. Und was zu bauen. Naja, ich hab hier oben aufgeräumt. Ich habe die Sachen, die eh gleich zerstört werden, in eine Kiste geräumt. Die Kiste verschlossen. Und jetzt packe ich das noch hier weg. Räume ich noch schnell auf. Okay, davon kann ich aber dran vorbei. Und hier die letzten paar Kisten noch zerstören. Was haben wir hier? Ah, einen Balkon hier gibt es auch noch. Balkon, keine Ahnung. Irgendwas davon wird schon richtig sein. Okay, ich kann die... Oder Terrasse? Ich kann die Tür auf jeden Fall öffnen und nach draußen gehen und dann geht's hier gleich in den Garten. Das schmeiß ich mal. Ja, da unten muss es hin. Bitte bleib heil. Hat sich nicht so angehört. Aber ist heil geblieben. Hier wohnen aber ganz schön viele Menschen in diesem Haus. Wie viele stehen hier rum? 1, 2, 3, 4 Menschen. Die haben auch 2 Hunde. Im Haus stehen auch nochmal 5 Stück, glaube ich. Dynamit haben die auch vergraben. Die erwarten wahrscheinlich, dass daraus ein Dynamitbaum wächst. Haben die das vorher auch schon vor... Jetzt bin ich sprachlos. Haben die das vorher auch schon gemacht? Weil das macht mir Angst. Guckt mal, achtet mal ganz genau auf die Puppen. Deren Köpfe drehen sich mit. Das ist... Okay, beeil dich hier. Oh, ja. Gut, einen habe ich davon immerhin schon ausgeschaltet, Nummer 2 auch. Der Kopf dreht sich immer noch mit. Das... Hau ab. Okay, so komme ich auch wieder hoch. Ey, diese Köpfe. Was bringt das hier? Ich bin ja wieder weg. Jetzt habe ich Dynamit. Weg damit. Hat ja lange gedauert. Da vorne sieht man auch nochmal die Atombombe im Hintergrund. Vielleicht kann man dieses Dynamit ja im Haus gebrauchen. Ah, okay, ich sehe wofür. Schmeiß das Teil weg. Ich gehe da noch nicht rein. Ich gucke mich hier erstmal noch rum. Na, wobei, wenn ich diese Puppe da schon wieder sehe, dann will ich hier am liebsten so schnell wie möglich verschwinden. Aber wir haben das da unten ja noch nicht mal voll. Da fehlt uns noch ein ganz kleines bisschen. Und wir sind wahre Abenteurer. Oh, ups. Ohne Tausende davor kommen wir nicht mal einsammeln. Oh,
Okay, das ist cool. Jetzt ist hier in der Overworld was passiert. Das gefällt mir. Und ich verstehe nicht, warum ich meine Schaufel nicht mehr dabei habe. Hier, okay, hier ist matt. Ich wollte da nicht rein. Okay. Jetzt gibt es den Kampf. Oh, die halten aber einiges aus. Kann ich die auch irgendwie packen? So wie im ersten Indiana Jones Teil. Nein, ich kann den Stuhl. Hier, nimm das. Lass mich hier doch für die Stimmung sorgen. Hey, ist das Harry Potter? Das. Nee, doch nicht. Ich wollte eben im richtigen Moment stoppen, um einmal das Gesicht zu sehen. Aber es sieht von hinten echt aus wie Harry Potter. Ja, treffen wir hier nicht. Das Geld ist ja wichtiger als die. Ich glaube auch, es ist nur in dieser Bar, oder? Also schnell wie das da unten geht. Naja, aber dafür ist ja zu wenig im Gebäude. Aber hier vorne sehe ich noch einen Tausender. Und da vorne ist auch noch einer. Okay, hat geklappt. Ist dann nur in diesem Gebäude hier. Und da ist noch ein Tausender. Das ist ein Glas im Kopf. Du kriegst eine Flasche. Und die schlage ich einfach so. Geht gar nicht. Okay, ich brauche dafür irgendwas. Haust du da unten mal ab. Und du hast auf zu schießen. Und da sind noch mehr. Da vorne ist noch so ein Harry Potter. Oh, ich habe eine Idee. Guck mal, was ich habe. Was macht die da vorne? Ich kann die so nicht erwischen. Ich nehme mal hier eine Waffe. Und dann gehe ich da jetzt mal näher dran. Weil die haben da oben echt Probleme. Da komme ich doch, da komme ich. Och nö, ich weiß nicht, die Mission ist verbuggt. Irgendwie muss das noch gehen. Ich nehme hier einfach das hier. So, und dann hau ich damit mal drauf. Ja, okay, so geht's. Ich habe eine Lösung gefunden. Zack. Okay, jetzt sind wir hier. Wir haben jetzt ein Matt bekommen. Oh, Hilfe. Okay, ich glaube mal, wenn ich dieses Auto hier kaufe, dann kommt die nächste Mission. Oh ne, da kann ich einfach einsteigen. Oh ne, ja, kannst du vergessen, das kaufe ich nicht. Oder vielleicht geht dann ja die Mission weiter. Oder die nächste Mission startet, mal gucken. Da kann ich aber auch mal das Fahrzeug da unten kaufen. Da ist noch einer und der traut sich dann noch. Ups. Jetzt habe ich außerdem meinen Sohn geschlagen. Ich kaufe das hier mal. Jetzt haben wir ein Dreirad freigeschaltet. Bringt. Und es bringt was?
Da sind sogar Zugschienen. Und da links. Okay, ich sehe. Ich sehe, da links kann man noch hin. Der hat einen Schraubenschlüssel. Okay, jetzt kann ich das hier reparieren. Und das ist die nächste Mission. Ich höre Geld. Wo kommt denn hier Geld her? Also im Film hatten die nur ein Motorrad. Aber das ist hier ein Level, das ich kenne, das ich schon mal gesehen habe. Ich muss natürlich auch schön das Geld einsammeln. Au. Ich würde ja lieben gerne mit einem Auto lang fahren und nicht mit einem Motorrad. Aber ich kann mir ein neues holen. Ah, fahr mich nicht an hier. Hallo, hau ab, bitte. Ich habe den Gullideckel geöffnet. Hoch. Steig wieder hier auf dem Motorrad auf. Du sollst hier einmal rüberspringen. Einmal gerade, bitte. Au. Ich hole ein bisschen Anlauf. Und jetzt. Wenn ich es hinkrieg. Naja, besser als nichts. Au. Toll, jetzt hänge ich da fest. Ich suche mir mal hier ein Auto. Da steht ein Fahrzeug, aber ein kaputtes. Hau ab da! Au, ja, stehen ja auf mir. Toll. Dann nehme ich mir das hier wieder. Und dann suche ich mal. Da fährt ein Fahrzeug, vielleicht kann ich mir das nehmen. Au. Ja, fährt ihr einfach durch die Absperrung durch. Und ja, ich kann es nehmen. Oder ich... Nein, stopp! Ich war nur zur Motorhaube drauf. Stopp mal. Und da war sehr viel Geld. Genau wie hier. War das schon die ganze Zeit da? Okay, der kommt dann hier unten gleich wieder rum. Dann fahre ich da jetzt... Dann fahre ich ihm jetzt... Komme ich ihm jetzt entgegen. So, dankeschön. Au. Au, ich kann nicht warten. Warum sind sie immer noch stärker als ich? Lass mir das Auto bitte. Ich brauche das noch. Oder ich nehme hier einfach neues. So, wir tauschen. Naja, ein Start habe ich bekommen. Hau ab. Ich will das Geld da oben. Dann war ich gerade mal stärker. Hoch da. Ich möchte hier wahre Abenteurer werden. Was ist das? Kann ich mein Auto anscheinend nicht einsammeln. Okay, vielleicht sollte ich dann wieder zum Motorrad wechseln. Au, ja, fahr mich an. Nein, au. Oh, die habe ich ja fast ausgeschaltet, merke ich gerade. Turbo. Ich dachte, das ist Turbo und nicht Fliegen. Plötzlich hebe ich ab. Dann kann ich mich ja hier drin auch mal umgucken. Okay, es ist ein großes Gebiet hier. Merke ich gerade. Hä? Wie ist denn das jetzt passiert? Wie hat man das geschafft? Wird er durch den ganzen Park geschleudert? Reißt nebenbei da oben noch das Banner um. Die Statue wurde auch zerstört.
So, ich kümmere mich jetzt hier erstmal ums Geld, bevor ich die Gegner bekämpfe. Aber ich hab's ja bald auch. Da läuft vorn sich noch ein 10.000er. Genau so. Ach, das wollte ich gerade machen. Da oben sich auch noch ein 10.000er. Nein, nein, ich will da noch hoch. Turbo. Ich laufe da einfach kurz mal hoch. Geht schneller. Okay, das haben wir fast. Jetzt sparen wir hier in die Bibliothek rein. Und wir sind wahre Abenteurer. Trotzdem guck ich hier nochmal um. Okay, aber ich springe mal lieber aus dem Fenster, da ist auch noch Geld. Sollte ich es hinkriegen? Ja gut, bin einfach wie hab ich denn das gerade gemacht? Einfach wieder rückwärts hochgesprungen. So, wo sind denn jetzt hier die Gegner? Da vorne fährt einer. Kannst du bitte da aus der Ecke rausgehen? Okay, ich habe eine Idee. Na, das ist nicht meine Idee. Ich hole mir jetzt ein Auto. Ein Auto. Und dann kann ich auch die anderen ganz einfach zerstören. Wenn ich kein Auto finde, nehme ich auch halt wieder ein Motorrad. Hauptsache irgendein Fahrzeug, kann ich da reinfallen? Nö, ich sink da nur ein bisschen ab, da kommen die schon. Ich habe davor noch die ganzen Autos stehen gelassen. Ja, oh ne, da ist noch eins. So, den haben wir. Oh, jetzt bin ich... Hab einen erwischt. Und ja gut, da bin ich vorbei. Den hole ich mir noch. Ich hab Speed. Boom. Waren das schon alle? Oder kommen noch mehr? Oh ja, da kommen echt noch mehr. Matt greift sie direkt an. So, Nummer 1. Der da vorne darf erstmal so rumfahren. Ups. Wo sind denn die? Die haben schon 155.000. Da vorne kommen sie. So, nächstes Auto. Noch eins. Eins fehlt noch. Und ein Motorrad. So, ich komme. Ja. Wunderbar. So, das Motorrad habe ich auch aus Versehen ausgeschaltet. Ich fahre einfach hinten drauf. So, das war's. Ups. Kommen da noch mehr? Ja, komm, was ist das denn? Ein neues Fahrzeug für mich. Oh, das ist, glaube ich, schon ein bisschen schneller. Und das jetzt mit Speed und Turbo. War das nicht mal ein ganzes Auto? Wo ist alles hin, was zum Auto gehört? Ah, mein Fahrzeug habe ich repariert.
Auch. Immerhin haben wir hier das gleiche Fahrzeug, nur seins ist ein bisschen kaputter. Ich lass mal ein bisschen abschauen und jetzt. Nee, hä? Mach doch Schaden. Ach, dann bleib noch kurz da. Dann hol ich mir den hier vorne. Einmal, glaube ich, noch. Ja. Geh weg da. Oh, wir fahren alle lang. Warum kann ich denen keinen Schaden machen? Ah, jetzt. Hä? Na gut, den habe ich ja immerhin auch. Hä, bin ich einfach ausgestiegen, oder? Okay, dann fahre ich erst mit denen dort hinterher. Bleib doch stehen. Ich krieg dich doch sowieso. Wie ist denn der jetzt so schnell hier hingekommen? Und den habe ich noch nicht. Gleich aber. Geht irgendwie nicht. Jetzt. Bumm. Hab ihn. Und das war's. Okay, dann müssen wir jetzt gleich wieder mit dem Zug fahren. Wir können ja noch ein bisschen was machen. Können wir jetzt noch kurz machen. So, hier. Ich kaufe das Motorrad einfach mal. Neues Fahrzeug. Wo bringt mich das hin? Okay. In dem Gebiet gucken wir uns mal anders um. Nochmal ein komplett neues Gebiet einfach. Ich würde gerne eine Schaufel haben. Ich kaufe das Fahrzeug da hinten jetzt nochmal kurz. Und jetzt können sie nur, jetzt sollen sie nur kommen. Ich fahre die einfach platt. Da kann ich auch rein. Ah, du benötigst einen weiblichen Charakter, um dieses Level zu beenden? Ich benötige einen weiblichen Charakter, um dieses Level zu beenden. Oh. Ich bin gerade in einem Level. Ich brauche einen weiblichen Charakter, um das Level zu beenden. Und einen Charakter mit Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel habe ich. Vielleicht kann Indiana Jones sich ja, weiß ich nicht, eine Perücke aufsetzen oder dass er als Frau durchgeht. Ja, den kann ich kaufen. Ich kann den Charakter hier kaufen. Sitz. Man, bleib sitzen jetzt. Agent. 25.000. Jetzt habe ich einen Agenten gekauft. Nein, ich will Matt hier dabei haben. Was passiert hier? Bin ich zu blöd dafür? So, jetzt habe ich es wieder richtig hingekriegt. Okay. Gut, aber dann beende ich jetzt hier erstmal den Part. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mein Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.